Die letzten vier Dinger hat Mighty Mike für sich entscheiden können. Gestern verlor er gegen Peter Wright und Barney gewann sein Match gegen Simon Whitlock. Und jetzt geht es hier in der Ahoy Arena richtig ab, denn jetzt kommt der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld. Noch mal ein kleiner Tipp an die Zuschauer: Die Boxen aufdrehen. It's time to meet the players. Ladies and gentlemen, would you please welcome a former Premier League champion and the five-time champion of the world, Raymond van gentlemen. Here he is. He is top of the league. He is the world number one. He is the reigning and defending three-time Premier League champion. And ladies and gentlemen, the former two-time champion of the world. Zwei große Walk-ons hier in Rotterdam. Michael van Gerven, Tabellenerster, hat die Premier League schon dreimal gewinnen können. Und damit ist er sozusagen die Nummer zwei hinter Phil Taylor, der die Premier League sechsmal in seiner Karriere gewann, zuletzt 2012. Barney hat sie 2014 geholt.
Was sind das für Wahnsinnsbilder, Elmar? Ja. Ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass die Halle grün getunkt wurde, weil Vergerfen einläuft und dennoch die ganze Zeit von einem anderen Spieler gesungen wird. Ich glaube, damit wäre die Frage beantwortet, für wen die Fans sind, oder? Die Barney Army ist halt mit vielen Menschen vertreten. Paul Hinks wird dieses Match callen. Gab gestern eine interessante Situation, als Paul Hinks 180 gesehen hatte und Barney aber den dritten Dart in die Triple 1 warf. Das auch sofort korrigiert und sagt, du hast dich vertan. Also, schöne Fairplay-Aktion von Van Barneveld. Aber schauen wir mal, was Michael van Gerven uns jetzt hier zeigen wird, ob er die Niederlage von gestern korrigieren kann und sich auch dann natürlich in der Tabelle die Punkte 19 und 20 holen kann. Also er ist auf jeden Fall heiß auf die Partie. Er hat fast vergessen, Barneveld die Hand zu geben, ihm ein schönes Spiel zu wünschen. Er wollte sofort ans Hockey und sofort die erste 180 ins Board hämmern, was nicht ganz geklappt hat. Und ich glaube, ganz ehrlich, Elmar, wenn wir einen neuen Darter heute sehen sollten, dann in dieser Partie, dann wird ihn Van Gerven spielen. Erste 180 gehört Van Barneveld. Hier im ersten Leg. Van Gerven tut sich auf der Triple 20 oben noch ein bisschen schwer. Geht runter auf die 19. 2,61, ein Triple und Barney hat einen Finish. Geht auf die Triple 17. Hat er nicht. Hätte ihm 170 Rest gelassen. 2,24. Ja, noch nicht fein justiert. Van Gerven. Wollte mit dem letzten auf die 18 gehen, hat gemerkt. Treffe ich Single 18, habe ich 166, was nicht geht. Ist er lieber nochmal auf die 20 gegangen. Hat nochmal das Bestmögliche rausgeholt mit einer 60. Wohin bringt sich Barney? Der war gut. 64 bleiben da übrig. Und damit hat Van Gerven ganz schön Druck unterm Kessel. 64 Rest. Doppel 11. Erster Fehler auf Doppel. Und Van Barneveld bekommt die Möglichkeit zum Break. Wichtig für ihn, dass Van Gerven das Match nicht von vorne spielen kann. Ganz wichtige Aufnahme für den erfahrenen Raymond Van Barneveld. Doppel 4. Muss einmal quer über das Board. Und aber er macht bleibt cool, bleibt stark. Gleich guter Anfang für ihn. Na und Mighty Mike denkt vielleicht, verdammt, geht das jetzt auch schon so los? Aber du hast auch absolut recht. Man darf Van Gerven nicht nach vorne kommen lassen. Man darf ihn nicht wegrennen lassen, weil dann holst du ihn nicht mehr ein. Wäre genauso fatal, wie Usain Bolt noch 20 Meter Vorsprung zu geben. Beim 100 Meter Sprint, da geht es nicht weit. Van Barneveld macht das bisher wirklich super vom Scoring her. 140, noch eine hinterher. Sechster hat also geworfen, 2,21 Rest. Van Gerven noch nicht so richtig drin im Spiel. Jetzt ist es seine erste 140. Also zum ersten Mal zwei Triple 20er Treffer. Die 100, nee, 90 Punkte. Macht 131 Rest. Sollte jetzt hier mit dem letzten auf Bull gehen. Macht er auch. Bitte mit der Gedanken Single Bull. Lässt ihm 170 Rest. Vollbull ist natürlich besser. Aber 71, Triple 13. Ja, Doppel 16. Doppel 16 zum 2:0. Aber ab von Gerven jetzt 145 checken kann, ich glaube noch nicht. 125, das geht nicht mehr. Und damit gibt es diese drei Chancen für Van Barneveld zum 2:0. Trifft auch noch die 2 beim Werfen auf das Bullseye. Und wenn du in so ein Match reingehst gegen Van Gerven, willst du genau so eine Führung haben. Er ist relativ weit weg von den Doppelfeldern. Und diese Möglichkeit lässt er aus. Schwache Phasen des Michael van Gerven willst du natürlich konsequent ausnutzen. Aber Van Gerven findet noch nicht so richtig statt. Doppel 4. Man sieht selten eine Aufnahme von ihm ohne Triple. Jetzt Barney, Doppel 4. Gerade eben getroffen. Ja. 2:0. Ja, keine gute Ausbeute auf die Doppel bei Barney, aber
Natürlich war das auch bis hierhin kein Problem. 6 Darts schon am Doppel vorbeigeworfen. Das sieht gut aus. 139. Aber die Darts von Van Gerven stecken bisher auch irgendwie im komischen Winkel. Gerade eben bei der 19 sah das schon irgendwie komisch aus. Jetzt die 60 steckt da auch ein wenig schräg im Board. Ist ja im Prinzip egal, solange der im gewünschten Ziel landet. Barneys erste Scoring-Aufnahme ohne. Aber wenn die Darts ein ungewohntes Wurfbild haben, glaube ich, auch für einen Spieler, und du siehst, die stecken irgendwie anders drin, ist das, glaube ich, auch nicht beruhigend oder irritiert den Spieler mit Sicherheit. Absolut. Also es ist schon wirklich schwer vorstellbar, was dann im Profi vorgeht. Aber die ärgern sich wirklich darüber, auch wenn der in der 60 oder im Bullseye oder sonst wo ist. Wenn der doof im Board steckt, vom Steckverhalten her, in einem komischen Winkel, das regt einen Spieler wirklich selber auf. 44 Punkte nur von Van Gerven. Und dadurch kommt er nicht unter die 100. Und wenn Barney jetzt ein hohes Ding reinhaut, danach sieht es nicht aus. Oh je, ja. 45. Ich dachte, okay, eins mehr mache ich. 18, Doppel 16. War der zweite Dart auf dem Doppel von MVG. Er zieht sich die Socken hoch, versucht sich damit diesem Mentaltrick zu helfen, ins Match reinzukommen. Kommt vielleicht ein bisschen spät. Zweite perfekte Aufnahme von Van Barneveld. Und Michael van Gerven checkt über die Doppel 16, holt sich das 1:2. Wichtiges Leck natürlich für ihn. Van Gerven ja eigentlich jemand, der immer vor Selbstvertrauen strotzt. Teilweise auch wirklich arrogant am Board. Das muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Aber genau das zeichnet ihn halt aus. Aber genau diese Momente, sein erstes Leck in so einer Partie zu holen, wo halt auch mal wirklich nahezu das komplette Publikum gegen dich ist, das tut auch ihm gut. Das merkt man. Gleich hier von vorne weg, 2 Triple. Ich weiß nicht, ob das Publikum gegen ihn ist, aber es scheint doch mehr für Van Barneveld zu sein. Ja, genau, das meine ich. Was aber halt auch wirklich verständlich ist, Van Barneveld hat diesen Sport so groß verbreitet. Und ich glaube, wenn man auch die meisten fragt, wer für diese Entwicklung in Holland verantwortlich ist, ist es dieser Mann und nicht Van Gerven, der jetzt seit einiger Zeit natürlich den Dartsport dominiert. In ein paar Jahren wird man sagen, bester Dartspieler aus Holland aller Zeit wird wahrscheinlich Van Gerven sein, ohne Diskussion. Aber dennoch, die Geschichte trägt immer dazu bei. So, 130 Punkte für Van Barneveld. Der will natürlich mit dem Break in Führung bleiben. 110 Rest, Triple 20. 90 Rest, Triple 18. Ja, hat er für die Doppel 18. 128, es wäre das erste High Finish in dieser Partie. Noch eine Triple 18. Hat er nicht. Lässt sich 8 Rest. Doppel 18 für Barney. Mag er diese Doppel 18? Ich glaube, es ist ein guter Marker, an dem man sich orientieren kann. Ah, wieder 18 Rest. Aber der ist drin. 3-1. Hätte er sich jetzt so schwer getan wie im letzten Deck, hätte das ein Schuss in den Ofen sein können. Ich glaube nicht, dass du Van Gerven nochmal die 3 Darts auf die Doppel 4 hättest geben dürfen. Insofern, well done, Barney. Ja, Van Barneveld natürlich auch wegen seiner relativ schlechten Doppelquote von unter 30% mit einem Average von 95. Van Gerven mit einem 100er Average. Das ist kurios. Van Gerven liegt hinten, aber spielt den höheren Average. Gestern genau dasselbe. Ja. Er ist vom Scoring her halt wirklich eine Maschine. Ich reg mich mal nicht auf über, ich sag mal, diese Rechenfehler. War keine gute Idee, auf 19 zu gehen. Weil nach der 19 war es definitiv ausgeschlossen, egal mit welchem Triple, wäre er nicht auf ein Finish gekommen. Aber Barney kann das hier auch gar nicht ausnutzen. Der ist weit weg von dem gewünschten Ziel, von dieser Triple 20. 96 Punkte sind es, macht 114 Rest. Na, jetzt noch mal eine Attacke mit einer 140 ist hier Van Barneveld noch im Rennen.
Denn diese 114, die hat Van Gerven noch nicht gecheckt. Hat zwei Darts am Doppel vorbeigeworfen. 94. Nee, 76. Doppel 8 bleibt stehen. Stellt sich, er muss hier ja noch nicht ausmachen. Ja. Komm, Barney, eine schöne 180 für zwei Rest. Ja, komm, noch. Nochmal. Noch jemand, der nicht auf mich hört. Oh, die Triple 1 tut weh, ist 99. Ist ein 3-Dart-Finish. Ja. Doppel 8. Spielt keine Rolle. 2-3. Van Gerven bleibt zumindest hier dran an Van Barneveld. Und wartet jetzt, lauert jetzt auf eine Chance, natürlich auch ein Break zu landen gegen den Anwurf des fünfmaligen Weltmeisters. Chance für MVG. Oh, man sieht's. Ja. Man hat es sogar auch gehört. Das macht Van Gerven echt gerne, glaub mir. Ich habe es ein paar Mal erlebt. Bei wichtigen Momenten schreit er dir quasi gerne ins Gesicht. Das beeindruckt dich natürlich als Gegner. Zweite 180 von Van Barneveld. Zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt. Ja. Vierter perfekter Dart. Noch eine 20, lässt 164. Triple 20 ist noch besser. 124 Rest. Wohin bringt sich MVG? Ja, auf 81. Geht ganz gut. Seine erste 180 in dieser Partie. Und damit hat Van Barneveld Druck. Er braucht jetzt die Triple 18 für das Bullseye zum 4-2. Da fehlen ein paar Millimeter Möglichkeit, um das Match wieder gerade zu rücken. 62 Rest. Doppel 13. Nee, ist auch vorbei. Das ärgert ihn. Ja. Du hast halt bei diesem Format auch nicht ganz so viel Zeit. Wenn Barney das jetzt macht, liegt er schon 4-2 vorne. Oh, er verpasst die große Zahl. Sieht man auch nicht allzu häufig. 3, Doppel 4, zweimal schon damit ausgemacht. Jetzt wäre es sehr wichtig. Er bleibt cool. Ja. Der war nicht einfach. Van Gerven hängt ihn halt immer im Nacken. Aber es ist auch noch nicht ganz der Van Gerven, den man kennt. Ja, noch einige kleine Feinheiten, einige kleine Fehler, die er immer mit einbaut, die natürlich bei diesem Spiel auf diesem Niveau tödlich sein können. Ja, und er ist auch zurzeit nicht imstande, sein echtes A-Game an den Tag zu legen. Er hat ja nicht nur gestern verloren, er hat auch das Viertelfinale von Saarbrücken gegen Ian White verloren. Alles solche Partien, mit denen er selbst nicht so ganz einverstanden ist und bei der er das Gefühl hat, verdammt, ich kann das doch besser. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber wer hat denn nochmal das European von Saarbrücken gewonnen? Ali Hopp. Sensationell, wirklich. So, 2,65. Eine 100 wäre eine Bogey-Zahl. Ob der haut ihm ab, der sollte doch eigentlich im Bullseye stecken. Ich denke mal, damit ist das siebte Leg entschieden. Denn mit zwei Aufnahmen bekommt Van Gerven 145 gecheckt. 48, ja, tops. Höchstes Finish bislang in diesem Match. Das erste High-Finish im niederländischen Duell. Das 3-4 und das scheint Van Gerven so ein bisschen Mut zu machen. Scheint ihm gut zu tun. Und jetzt kommt der nächste Versuch. Barney zu breaken. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, von vor 3-4 Jahren Premier League mit Robert Thornton noch unter anderem. Und das war eine Saison, wo Van Gerven nichts lieber getan hätte, als jeden Spieltag 9 Darter zu spielen. Er war wirklich so oft auf dieser 180-180 Schiene, er war so oft mit 6 perfekten Darts unterwegs und ein paar Mal auch mit 7 perfekten. Aber er hat es nie geschafft. Und davon ist er gefühlt wirklich gerade ganz weit weg. Ja, aber dennoch, was den neuen Data angeht, der ihn am besten garantieren kann von allen Spielern, die wir hier sehen, ist meiner Meinung nach Van Gerven. Der ein oder andere wird sich denken, ist doch ein Widerspruch. Ja, genau. Aber schauen wir jetzt mal hier auf das Ende dieses achten Legs.
Starke Aufnahme von Barney, 71 Rest. 2,66 für Mighty Mike. Die 71 wäre das höchste Finish in dieser Partie von Barney. Möglichkeit zum 5:3. Van Gerven stellt sich die 170. Bei ihm ist das immer eine Gefahr. 58, einen Dart auf Doppel 20. So, und jetzt bin ich gespannt. Die 145. Jetzt, er liebt die 170. Es gibt kein Finish, was er lieber spielt. Ja. Aber diesmal nicht ganz. Doppel 10 zum 5:3. Und wenn er das macht, wird sich auch von Barneveld sagen, komm, dann bring noch zweimal den eigenen Anwurf durch. Dann bist du hier im Ziel. Dann bezwingst du tatsächlich Michael van Gerven, der dann in Rotterdam mit leeren Händen stehen würde. Zwei Spieltage und keine Kekse. Kekse sind doch eigentlich was ganz Schönes. Unglaublich. Ja. Hätte das einer vor diesem Spieltag von Rotterdam gesagt oder vor diesen zwei Spieltagen, ja. Van Gerven holt keinen einzigen Punkt. Ich glaube, das hätte sich niemand so richtig vorstellen können. Er kämpft, er bleibt auf jeden Fall dran. Ne? Aber Barney hat diesen Blick. Der ist sehr konzentriert. Gute 140. Ja, perfekte Aufnahme. War auch eigentlich nötig, weil Van Barneveld hier mit 2x 140 wirklich an die Tür geklopft hat. Und jetzt ist er da, der kriegt noch einen da rein, oder? Gibt das sogar eine 180 für Van Barneveld, aber die 81, ich glaube, das genügt. 94 Punkte, Van Gerven weiß, er muss die jetzt checken, 76 Rest. Hat die will Doppel 18, Doppel 20 spielen. Hat die gestern so gegen Peter Wright auch ausgemacht. Jetzt bin ich gespannt. Barney könnte sich hier... Ach, das ist eigentlich eine Chance, hier das Match jetzt zu entscheiden. 62. Bosei. Und den macht er. Barney macht den. Checkt diese 81 Punkte zur 6:3 Führung. Und damit steht schon mal fest, Van Gerven bekommt maximal ein Unentschieden. Und Raymond van Barneveld will natürlich diesen Sieg. Ist vom Average her rund 10 Punkte hinter Van Gerven. Es ist wirklich verrückt, dass Van Gerven den Average jeweils auch gestern dominiert und trotzdem deutlich im Rückstand liegt. Er geht wirklich ohne Sieg aus Rotterdam nach Hause. Das steht jetzt fest. Ja. Und Barneveld hat zweimal den Aufschlag jetzt. Spielen 12 Darter von vorne und das Ding ist durch. Und er hat noch keinen Break kassiert. Van Gerven hat auch heute Graz abgesagt, das European Tour Event in Österreich. Auch eher ungewöhnlich, weil er mag die European Tour. Ja. Nicht so 180 für ihn. Ist trotzdem von ihm auch in 2018 doch zu erkennen. Er spielt auch nicht mehr alle Proto-Turniere in England. Lässt auch da mal immer wieder eins aus. Jetzt also ist es dann sein erstes European Tour Turnier in diesem Jahr, bei dem er nicht am Start ist, nachdem er Leverkusen und München ja gewonnen hat. Das Pensum ist aber auch extrem für die Spieler und es macht sich halt gerade auch bei Van Gerven bemerkbar nach 4-5 Jahren wirklich auf Tour sein, Premier League wöchentlich. 141, erste Chance für Barney zum Sieg. Geht nicht mehr. Van Gerven könnte jetzt zu seinem ersten Break kommen. Das wäre das 4:6. 36 bleiben stehen für Van Barneveld. Eigentlich eine Pflicht, dass er die ausmacht. Ein Doppel 18. Macht er. 4:6. Und Barney wird sich denken, komm. Bleib dran. Macht den Sieg perfekt. Natürlich schmecken diese Erfolge jetzt auch gerade hier in der niederländischen Heimat gegen Van Gerven umso mehr. Auch wenn irgendwie klar ist, wer die niederländische Nummer 1 ist. Es ist trotzdem das Duell der 1 gegen die 2 in Holland. Quasi auch das Duell der Generation. Ja. Ich glaube, ohne Van Barneveld würden wir jetzt gar nicht The Green Machine hier auf der Bühne sehen. Ist natürlich eventuell weit hergeholt, aber wie gesagt, ohne Barney wäre der Sport nicht dort, wo er jetzt wäre. Das gilt auch für uns. Ja. Weil wir ja gerade über Österreich gesprochen haben, weil ich ja auch ein paar Mal die Frage erhalten habe, ich werde nicht in Graz sein, ich habe mich nicht qualifiziert letzte Woche in Saarbrücken. Für den einen oder anderen sehr schade. Ja, für mich auch schade.
Aber so habe ich mal ein freies Wochenende, was ich jetzt auch mal ordentlich genießen werde. Aber auch die Frage bekommen, ob du dabei bist in Graz. Nein, ich werde auch nicht da sein. Ich glaube, John McDonald, der Mann, der hier auch für Sky Sports England die Übertragungen moderiert, ist der Master of Ceremonies in Graz. Ich hoffe, meine Information stimmt da. Naja, du solltest schon wissen, ob du da bist oder nicht. Ne? Also ich bin nicht da, aber wer an meiner Stelle dann... Van Gerven lässt die Chance für 114 aus. Damit hätten wir wieder eine Chance für Barney. 56 Rest, 16 für Tops. Eben war es die 141, die er nicht checken konnte. 152 hat noch kein High-Finish gespielt. Und da ist er ziemlich weit weg von der Triple 20. Somit könnte Van Gerven jetzt hier das fünfte Leg für sich sichern. Und Normalfall macht er das auch. Und damit geht es jetzt zum zweiten Mal nacheinander über die komplette Distanz. Und Van Barneveld bekommt die zweite Möglichkeit, bei eigenem Anwurf das Match zuzumachen. Eigentlich ungewöhnlich, dass man sich da die Hand gibt. Ist ja kein Entscheidungsleg sozusagen. Na, obwohl es entscheidet über Sieg oder Unentschieden. Aber selbst dann, es ist nicht immer gesagt, weil es das letzte Leck ist, dass sich die Spieler die Hand geben. Das ist quasi einem immer selber überlassen. Aber ich denke, die beiden, die reden ja auch oft miteinander. Ja. Sind das World Cup Team für Holland seit Jahren. Die verstehen sich auch privat gut. Ist schon mehr als selbstverständlich, sage ich mal. Also ist jetzt kein böses Vergehen. Oh, das ist die 3, das sind 23. Letzter guter Dart, 83 Punkte von Van Gerven. Damit bleibt er natürlich drin in diesem Leck. Kann Van Barneveld jetzt noch mal einen hohen Score raushauen? Jetzt 180 in so einem Leck, die tut natürlich so ungemein gut. Aber davon ist er weit entfernt. Nur 60 Punkte. Möglichkeit für Van Gerven anzugreifen. Ein Triple hat er. 96. Barneveld mindestens 97 Punkte, um in den Finishbereich einzuziehen. Am liebsten würde er einfach alles auf 20 werfen. Muss jetzt wechseln. Die zwei Darts blockieren die 60. Hat kein Triple, damit auf jeden Fall mindestens 6 Darts. Für Van Gerven, um 222 Punkte auf 0 zu bringen. Und sie tun sich beide im letzten Leck echt schwer. Verdammt schwer. Auch hier ist kein Triple mit dabei. Und damit bleibt das auch möglich für Van Barneveld. 164 Punkte, ob Van Gerven die checken kann zum möglichen Unentschieden. Und jetzt trifft er das Triple. Jetzt attackiert Van Barneveld. Das sind 120, 140 Punkte, macht 68 Rest. Und wenn Van Gerven 164 nicht checken sollte, er geht auf die Triple 19. Ein Nummer 1, Nummer 2 für das Bullseye. Oh, ist der weit weg? Ist der weit weg? Ich glaube, da ist ihm ein bisschen das Adrenalin in den Kopf geschossen. 68 Punkte, dritte Chance für Van Barneveld zum Sieg. Das sind die Matchstarts auf der Doppel 4 und den versenkt er. Van Gerven spielt zwei Partien in Rotterdam und ist zweimal der Unterlegene. Und Van Barneveld sammelt hier 4 Punkte ein. Gestern bezwingt er Simon Whitlock und jetzt dieser Sieg natürlich viel bedeutender, viel, viel größer für ihn. Der gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Michael Van Gerven. Das 7:5 von Van Barneveld. Vom Average her ist er klar hinter seinem Kontrahenten. 95 Punkte waren es im Schnitt für Barney. 104 knapp für Michael Van Gerven. Und er hat auch eine 55% Doppelquote. Schon verrückt, dass die Statistik dafür Mighty Mike spricht. Aber am Ende er hier als Verlierer von der Bühne geht. Man hat halt wirklich wieder extrem gemerkt, wie dieses Timing von Barney einfach wirklich on point ist. Dann die wichtigen 180er, 140er, wie er zum Beispiel zum Schluss 208 Rest, wirft die 140 und macht danach die 68 aus, wo Van Gerven diesen einen Dart bei 164 auf Bull auslässt.